Buenos dias. Ich heiße jeden neuem herzlich willkommen, auch all die, die am Livestream sind. Herzlich willkommen. Und wenn wir uns den falsch lesen, was wir im Bulletin zu buchen haben, dann sagst du, denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen und wegen der guten Botschaft verliert, der wird es retten. Markus 8, Vers 38. Wir werden uns noch hauptneigen zum Gebet. Großer Gott, vor dem Himmel, ich sage dir Dank für diesen wunderschönen Morgen, den du uns geben lässt. Ich sage dir Dank, dass deine Gnade nach wahrer Ehre uns ist. Ich sage dir Dank, dass wir hier die offene Türen haben und wir uns hier das Dittbare versammeln. Und ich frage, was du machst mit diesem ganzen Gottesdienst, machst du in jedem einen, was du noch abgehoben hast, dich beisehen und segnen, und dass wir alle können in Segen in diesem Gottesdienst kriegen. In Jesu Namen. Amen. Das Nächste, ich frage, die Gesangkleider abzukommen. Buenos dias a todos. Wer von Ihnen hat von der Smars gesagt, ein wunderschönes Smars hat von der? Ich ging von der Smars rüber und da habe ich 1400 erste Leute, die singen wollen, Quan gloriosa será la mañana. Wie wunderschön wird das Smars sein? Und Jesus wird kommen zu. Da sagte er, da wollen alle Nationen taub sein, alle Brüder und Sätzen wollen taub sein, aber Jesus willkommen heute. Sag Leute, einen abzustehen, weil wir kräftig das Leute sehen und weil wir uns denken, was das sein wird. Wir schauen, das Mal ist was sein und Jesus wird kommen. Platz nehmen. Für die nächsten Leute, wo wir uns abverheben, groß ist der Herr. Kraft offenbart, seine Liebe.
Groß ist der Herr, er ist heilig und wahr, seine Kraft offenbart, seine Liebe. Groß ist der Herr, gerecht und treu, seine Gnade bezeugt, er ist Liebe. Groß bist du, Herr, dir gebührt alle Ehre. Groß bist du, Herr, dir gebührt alles Lob. Wenn wir wandeln im Herrn, Gottes Wort, unser Stern. Als nächstes werden wir uns die Bekanntmerkungen betrachten. Diese Werk wird bei der Sommerbibelschule wiedergehen für die 10. Aufjahre. Und Montag auf 8, es war eine Musik- und Gesangübung. Dienstag, Klack 7, es ist meine Jugendkommentarsitzung. Klack 7 ist morgens, es ist dort im Farmers Café. Und Dienstag auf 8, so ist es, die vorherige Klassen war hier im Mini-Jugendzimmer. Mittwoch auf 8, es ist Bibelstunde. Freitag, Klack 7, wird das Volleyball-Tournament wieder. In Sinn und Klaxas Morris Mana Gebetstun. In noch Segenswünsche und Pancho in Agatha Knalsen mit ihrer Tochter, die geboren ist am 22. Juni. In ab nächsten Punkt, wenn auch irgendwer interessiert ist, Mettischhofen in irgendeinem Bereich hier in der Tschöck, nehmt ihn ein Formular mit, fällt ihn aus, leicht in den Postkosten Nummer 2 nennen.
Ehe aber die Nomination kommt, du nur sein, dass sie sich im Kontakt stellen mit Jünt. Und wer wir auch noch kicken mit der Jugend hat, du hast der Hof 8 Medweg, der die Gruppe sich war getroffen, um für Wapoka zu üben, im Medwegsaal. Und danach Hof 8 Bibelstunden. Und Sinnund, nächste Woche Sinnund, Hof 5, weil die Jugend sich bei Friedensplatz trafen, um du mit den Kindern in Oven zu verbringen. Und so morgen ging durch Hof 5 beim Friedensplatz. Und dann nächste Sonntag, dann erst Gemeinschaftssonntag. Wir wollen in Wutterdach haben und Luther noch in Movie Night haben in Unkas, was du auch sehen. Und dann das nächste Wort Juan hier noch. Wort Verstall. Okay, so wir haben hier ein paar junge Hans, was ich wollen befrieren. Ich würde freuen, dass die abstimmen, wenn wir hier sind. Okay, es sind der Burwalde Gemeinde Brautleute vorzustellen, die sich verlobt haben. Der Bräutigam ist Witwer David Knelsen-Kran, Glied der Mennonitengemeinde zu Burwalde von Campo 114. Die Braut ist Witwe Agneta Friesen-Freuse, Glied der Erwagungskirche, Kilometer 17. Sei es von Kilometer 17. Der Kirche soll, so Gott will, den 23. Juli 2022 am Hofeuer Poem in der Rosenthal Gymnasium sein. Es wird dieses der Gemeinde vorgestellt, dass wenn jemand einen triftigen Grund in Bezug dieses Ehebündnisses einzuwenden hätte, man solches bei Zeiten tun möchte. Dieses Paar wird eure Fürbitte empfohlen. Mach Gott ihn wirklich sehen. Wave fern beten. Dankeschön. Als nächstes werden wir übergehen und unsere Gebetsanliegen. Hast du noch irgendein Wort, was hier nicht buben ist? Gut, wenn nicht, dann werden wir uns zur Haupt neigen. Großer Gott, vor dem Himmel, wir kommen vor dir und wir sagen dir herzlich Dank nochmals für diesen wunderschönen Morgen. Und wir sagen dir auch Dank für das Gebiet, das wir kennen haben, für die Sauberkeit, die wir kennen hier in der Kirche haben, so eine feine, reine Kirche, die wir kennen haben. Und wir sagen dir auch Dank für die Freiheit, dass wir unseren Glauben ausleben können, dass die Kirche in der Welt auf sind, dass wir ganz ohne Restriktionen, die wir kennen, unseren Glauben so frei ausleben. Auch danke ich dir für die frische Luft, die du hast von all den Regen, die du dir geschickt hast, dort erfrischt, dort so rastig fein. Vielen Dank schön für die frische Luft. Und freue mich auch für Kranke und Trostbedürftige, auch besonders denkt wie an Sarah Friesen, wenn sie lieben hat, wenn sie eine Krankheit hat. Wirst du euch reichlich bei sein, wirst du euch geben, was euch fehlt, du sitzt, was euch fehlen hat. Halb euch und drehe euch durch diese Titel, schenk Gesundheit, wenn euch dein Ballen ist. Und freue mich auch für Lalo Moreno, seine Familie. Wenn sein Vater gestorben ist, wirst du auch die ganze Familie reichlich bei sein, entdrehen, entreusten, entgeben, was entfehlt in diesem Moment. Und freue ich dich auch für die Sommerbibelschule. Wenn die Kinder du in der Sommerbibelschule sind, wirst du mit dem ganzen Werk du sein, mit jeder Lehrer, mit jeder Eugestalt da du, dass die kleinen Kinder auch können all deine Sucht im Hort gestreut kriegen und dort können Frucht bringen. Und freue ich dich auch an meine Rehen, wenn auch dein Wellen ist, schenkt nach meine Rehen, erfrischte Umgebung mit nach meiner Regen, wenn auch dein Ballen ist. So freue ich euch für das Zentrum Luce mi Camino, für Friedensplatz in Navi. Wirst du mit all den Organisationen so sehen, all den, die du uns so schaffen und anleiden, wirst du dir eine Weisheit geben, dort du erreicht zu leiden, dort Menschen können geholfen werden dadurch. Und freue ich euch für alle Reisenden, in dieser Zeit fehlt ihr Reiswort. Wirst du mit jedem einen sein, wirst du Beschützung geben, wirst du begleiten und du auch eine schöne Zeit geben, wenn die Lied verreisen tun. Und auch für die Obrigkeit freue ich dich, wirst du auch mit irgendwas sein, wenn so große Entscheidungen zu merken haben, schwierige Entscheidungen, sieh dich auch endlich bei, lehre dich auch ernt, wies auch ernt, wo du reichte es. Und ich freue dich auch für Pancho und Jenny Dick, wenn sie in der Bibelschule studieren, wenn sie auch in dein Wort sich wiederwählen, lernen und vertiefen. Wirst du ernt auch geben, wo ernt fehlt, ernt Kraft geben, Mut geben, verweichte Ticken und ernt segnen für das Ganze, was sie da tun. In Jesu Namen. Amen.
Gut, ich wollte nächstes den Text lesen, in dem habe ich dann dort extra Gesang. Der Text, den Juan sich gewählt hat, ist in Galater 4, Vers 22. Und dort sagt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gut, dann habe ich das nächste dort extra Gesang, bitte.
Buenos dias. Ek grüß in dolle am Nomen von unserem Herrn Jesus Christus. Ich vertraue, dass heu hier in unserem Maras und dass heu uns hier wird wiedersehen. Hoffen soll die sehen. Ich bin so dankbar dafür. Mich freut, dass an jeder einer gekommen ist. Bevor wir in den Tag gehen, in der Botschaft, möchte ich euch einen Gruß aufgeben. Ich bin in Kontakt von erstmals mit Pancho und Jenny Dick. Das sind hier die Lieder bei uns. Sie studieren in Paraguay, in Semta. Und sie wollen sich herzlich bedanken und jünd für die neue Stattung und auch für Herrn Beden. Sie haben hier jetzt den ersten Semester aufgeschlossen. Dann sagen sie, haben den Fan aufgeschlossen und fangen dann ein paar Wochen wieder den zweiten Semester dann an. So, sie sind nur vor einem Monat, wenn gleich reich sind, vor fünf Monaten. Und sie wollen dann noch einmal wie vor einem Monat sein. Weil wir wieder fern beten und wieder in neue Erstattung sein. Und vielleicht noch mal eine Animation schicken, wenn wir in Sache für den Fan sind. Und Leute wollen nicht gerne denken. So, wenn wir uns hier so kicken, John, Punch und Jenny, aber Livestream, wenn wir uns dort so wieder Gottes sehen, viel Mut und Kraft in ihrem Studium. Von ungefähr 14 Jahren, dann schaffte ich noch für meinen Papa eine Vorschmied. Und zu der Zeit hat er vier Arbeiter. Drei Mexikaner, also Latinos, und ein Mennonit. Ein von diesen Mexikanern war ein Rassist. Also habe ich nicht gesagt, angestellt die Mennoniten Geneva. Und ein Tag, als wir dann noch fertig schieden, ich und ein Seher, ein oder andere Seher, dann drückte sich ziemlich hart aus gegen die Mennoniten. Wartet mal mit den Mennoniten wir und wollte alles anrichten. Und ich nehme das in meiner Sache, was ich immer heute sehe, ich nehme dann ein bisschen an, dass ich mir die Worte sein, mir und mein Vater. Und dann bald könnte ich nicht mehr aushalten. Dann sehe ich dann, si no fuera por los Mennonitas, tú ahorita no tendrías trabajo aquí. Dann sehe ich dann, si no fuera por los Mennonitas, dann ich verdiche wir, estas tierras aún serían de nosotros. Das Lohn haben wir uns lohnt sein. Und so ein Argument lädt den nächsten Dinge halten ab. Wir fangen bald an persönlicher zu gehen. Und ich war so viel da, dass ich kann nicht mehr aushalten. Ja, bei dem wir wohl von der Fahrt fähig kommen, und wir in Ost, ab wann wir einmal wurden, haben Blagsblick geklappt. Und ich kann nicht aushalten, ich nehme das in Ost und klitter den an den Wohnen an. Fragt mit sie seinen Kopf. Und wenn ihr wohnt, so schaut man euch mit ihr rauf. Und ich weiß dort, Fuß, nicht habe ich abgemacht. Ich habe Seier abgemacht. Ich bin ein junger Christ, so für die letzte Zeit habe ich einmal versucht, ein Fäbel zu sein. Ich habe abgegeben mit Trinken, mit Schmieden und auch sogar mit, ich poste ab, was ich sehe, mit Schlag, Reden und so weiter. Und nun, in diesem Moment, nur dort alle Fuß geklettert. Kriegt ohne Wohnung. Ich ging rüber, ging am Schmier, und es wird rohrig. Ich kann mich nicht kontrollieren. Ich rohr, ich knall mit der Hand, ich sage, Gott, halt mich. Ich konnte nicht. Als meine Wörter nicht mal raufgegangen wären, ich weiß gleich, was ich zu tun habe. So, wir ein paar Minuten Luther, er ging Tränen schmieden an, nur aber wir noch ganz stahl. Und dann sehe ich dann Andres, te pido perdón. Yo sé que te fallé. Eso no estuvo bien, das bin nicht fein, was ich tue. Dann sagt er vorhin, ah, sí, así son los cristianos. Sí, bloß einmal perdón sein, dann war alles gut. Und dann euer mir das war. Und dann will ich mich nicht frisch loslassen, sondern ich bin zurück. Als junger Christ fehlt mir dort an Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das Christenleben ist ein Heiligungsleben. Ein Prozess,
wird mit der geistlichen Wiedergeburt anfängt und mit dem fleischlichen Tod endet. In diesem Prozess schuf Gott und die Gläubigen schufen taub. Gott schuf in uns Leben, in seine Dreinigkeit. Er will schufen in uns Leben, in seine Dreinigkeit. Gott, der Führer, diszipliniert uns. Christus, der Führer, kann er diszipliniert. Er belehrt uns. Durch sein Wort. Hebräer 12, du von Feuerbad auf, war der Forscher nicht alle lesen, weil Feuerbad saß, sah in der Stadt. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Ihr habt noch nicht gewonnen gegen den Sinn. Und habt das Trostwort vergessen, das so euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Also Gott diszipliniert uns in sein Wort. Er züchtigt uns. Gott der Sehen hat uns ein Vorbild hingelohnt. In das Vorbild, das uns so fern beschrieben worden in der Schrift, die vier Evangelium, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Petrus und Johannes haben dort auch geschrieben in ihrem Brief, folgt Jesus nur. Also, Jesus hat uns ein Vorbild hingelohnt, von wo sanftmütig zu sein, von wo sich selbst zu beherrschen, wenn wir wollen Luther sein. Und dann, Gott, der helle Jesus, will den Gläubigen lernen und er will Früchte mit den Gläubigen produzieren. Galater 5, Vers 22. Nur als Gläubige macht wie auch uns toll down. Yes, Gott schafft in seine Dreinigkeit an uns als Gläubige. Er will beschenken in uns. Aber wie machen auch uns part to down? Die Rolle von den Christen ans Heiligungsleben ist passiv, aber der ist auch aktiv. Passiv, indem dort wir vertrauen, ob Gott dort uns wird leiden und dort uns wird heiligen. Du hast ein Sprachwort, wo du sagst, lud mal bloß lausen, lud Gott. Lud lausen, lud Gott. Das ist noch mal bloß der Half von das Christenleben. Der andere Half macht wie auch selbst tun. Und das ist warum die Rolle ist auch aktiv. Wie streben du nun, Gott seine Gebote zu holen, und nehmen auch Schritt, um zu wissen in uns Heiligungsleben. So viele Christen, aber auch so viele Menschen, die sich Christen nahen, sie kommen nicht vorwärts in ihr Christenleben, sie wissen nicht, sie nehmen nicht teil. Sie blieben krank, wo sie vielleicht einmal haben angefangen. Wen wird? Wenn sie wollen ihr Part nicht tun. In einmal wahrer strauchen sie mal der salzige Sinn. Eva und Eva von ein Jahr bis zum nächsten Jahr. Von einer Zeit bis zum nächsten Zeit. Und sie haben bloß nicht reut, er sollte tun. Und das Heiligungsleben. In das Heiligungsleben schafft Gott und die Gläubigen taub. Wenn wir uns bloß auf die passive Seite verloren, dann wollen wir viele Christen wollen, die nicht wollen vorwärts kommen, die nicht wollen wissen. Bestimmt, weil Gott uns disziplinieren. Aber wir müssen auch gehorchen.
Jo, Jesus hat uns ein gutes Vorbild gegeben. Aber uns bloß zu wundern, er war sein Wandel, und er war seine Leib und seine Lehre, und du nicht mehr tun, bringt uns nicht vorwärts. Der Heilige Geist will uns lernen, aber wir müssen noch gehen. Das Christenleben ist nur folgen und nicht nur sagen. Also wird das aktiv. So viele Christen, aber auch was sie Christen nennen, sie vorne Doktors, sie vorne Seelsorger, sie vorne Psychologen. Und wollen dann haben, dort es soll eine magische Beschreibung für ihr Leich werden. Doppelst das und das annehmen und das annehmen für so eine lange Zeit, dann wird alles besser sein. Und am liebsten würden sie noch hören von dem Doktor, wenn der Doktor sagt, was wird vor einem Monat aus dem Nüscht tun? Du bloß auf dem Couch lehnen. Ich kann nicht sagen, dass du einzige Krankheiten ja wird dann nicht so mord. Aber Leute, ihr Schwester, das Christenleben ist ein Heiligungsleben. Wir beten Gott über das Leute. Um zu wissen, was wir uns toll tun. Wir können noch so einen Fan Coach haben. Im Gymnasium oder im Sport. Aber wenn wir uns Sport nicht wollen tun, das wird uns nicht halten. Der kann noch so gerne Ruhe geben. Sagen wir mal so und so und so. Hey, du mal fährt eine Exercise oder was immer. You need to get in shape, wird er vielleicht sagen. Aber wenn wir den Ruhe nicht wollen annehmen, habt uns nicht. Wir können noch so einen guten Lehrer haben, aber wenn wir nicht wollen unsere Tarea tun und wenn wir nicht uns wollen anstrengen, habt uns nicht. Dann wollen wir nicht vorwärts kommen. Römer 8, 13, 14 sage ich, Paulus beschriftet es auf ihn. Sag ich dann, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, dann werdet ihr sterben. Wenn ihr morgt, sagt ihr, wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, dann werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, die sind Söhne Gottes. Ich rede viel weg mit einer Person, wo du warst der Meinung bist, hey, wenn ich einmal die Rat sein, dann brücke ich mich ruhig anstrengen. Dann kann ich krank so leben, als was ich will. Dann kann ich in meinem Fleischeslast leben. Ich sage eine Sache. Solange wir als Christen hier bei ihr in unserem fleischlichen Körper leben, wird das Kampf zwischen Fleisch und Geist in uns ständig sein. Unser Fleisch rätst uns den Sinn. Und der Geist will uns in die Wahrheit leiten und will Heiligung in uns produzieren. Wie sind du in der Meer zwischen Fleisch und Geist? Wem gehorchen wir? Dort Fleisch zu den Sinn und zu den Tod, aber den Geist zu Leben. Den letzten Monat habe ich in der Sinnerschule gehört, die Rutsch von die Früchte des Geistes. Und was das bedeutet, ohne den Geist zu leben, und was das bedeutet, mit den Geist zu leben. Und das warum ich so dachte, diese Botschaft passt hier krank bei. Und dann wird fernsehen, wie durch diese Früchte alle würden gehen. Aber ich möchte zwei Früchte von dir begegnen, die uns so miteinander tun. Das sind krank die Früchte, wo die Geist will auch in mir produzieren, und wo ich so sehr in meinem Christenleben gekämpft habe, und noch einmal auch da. So was sagt diese Botschaft, freut mich auch. Ich kann mich armer werden zu sein. Und ich kann sein, was der Heilige Geist will an mich schaffen. Was ich auch höre. Aber ich kann auch sein, wo fair. Ich glaube, das Fleisch, wie ich um mich weiß, was denn Geist. So, wir fangen dann an mit der Sanftmut. Und die Definition, die mir am Dalsen gefallen hat, ist dann so steht. Im Griechischen steht das Wort Brautes, was im Deutschen dann mit Sanftmut als übersetzt worden ist.
Das betingt oder bedient Sanftmut, Milde, aber auch Wohlwollen. Das Wort Fergen muss wiekehrt erklärt, aber das ist nicht die rechte Erklärung von dem Wort. Das ist eine Geisteshaltung, in der wie Gott sein Handeln unwiderstehend Gott annehmen. Das ist eine Hortenanstellung, die sich in Freundlichkeit mit Kraft überträgt. Und gleich als Fritz Rieniker das erklären hat, sagt er, es ist eine demütige Einstellung anderen gegenüber. Also einer wird kein sein, ein einfacher Wir, doch das ist eine demütige Einstellung, wenn er sich von Gott belehren lässt und wenn er das Beste für den Nächsten sieht. Sanftmut ist das Gegenteil von Hochmut in Euer. Also er stellt sich demütig unter Gott sein Willen und er ist besorgt um den Nächsten, um das Beste für den Nächsten. Und er ist nicht egozentrisch und denkt bloß an sich. Nur Gott als Führer diszipliniert uns, sanftmütig zu sein. In Kolosser 3, Vers 12 sagt er, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Tragt diese Sachen an, sagt Paulus der Kolosser. Titus 3,2. Sanftmütigkeit beweisen gegen alle Menschen. Jakobus 3,13. Wer ist weise und klug unter euch? Der erzeige mit seinen guten Wandel seine Werke in der Sanftmut und Weisheit. Also Gott diszipliniert uns, wenn wir ständig Gott sein Wort lehren. Wir kriegen uns immer wahrer zu sein. Wir kriegen immer wahrer zu sein, wo wir uns zu verbessern haben. Und einmal, das ist wahr. Praxis entkennt das wahr, das, wenn er diszipliniert wird, wenn er vielleicht mal ein Bild kriegt. Oder wenn er vielleicht irgendwas aufgesagt wird. Das ist einmal wahr. Und einmal kriegt er sich so wahr zu sein. Gott zu sehen, hat uns ein Vorbild von Sanftmut hingeladen. Jesaja schreufelt von Jesus, also den Messias, seine Sanftmut. Er schreibt in Jesaja 42, Vers 3, das zerstoßene Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Ich glaube, wir haben alle mal ein großes Gesäun, das geschossen hat. Vielleicht wird gerät, du bist gekauft. Nein, nicht einmal brechen wir das auf. Oder vielleicht eine Kuh war er weit. Und wenn du das einmal aufgebrechen hast, dann sitzt das schwach. Steht da nicht mal still. Jesus verbrachte dessen zerbrochene Rohr nicht. Einmal sah wie auch das zerbrochene Rohr. Wir sind feierbrach. Wir haben verschiedene Umstände in unserem Leben. Jesus hält das zerbrochene Rohr. Er passt ab nach uns. Den glimmenden Docht lasst er nicht aus. Also wenn du eine Kerze hast, mit einem kleinen Fieke, wo noch ein bisschen flammern hat. Oder eine Lampe. Vielleicht ist es dort auszupissen. Bloß ein. Dann ist es aus. Jesus lasst ihn nicht aus. Jesus passt ab. Dort das glimmende Docht. Doch wird doller anfangen zu brennen. Er ist sanftmütig, er ist bedürt um den Nächsten, er ist bedürt um uns. Er will das Beste für uns. Er will nicht haben, dass irgendwer soll verloren gehen. Er kam für uns, wenn es für uns läuft. Jesus selbst hat gesagt, dass er sanftmütig wird. Sagt dann, nimm mein Joch ab, wenn mein Joch ist sanft. Nächst an von Horten demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Paulus hat von den Korinther geschrieben, dort Jesus sanftmütig ist. Wenn wir das Evangelium lesen, so wie dort Jesus, einmal war er sanftmütig wie. So ist er sich am ersten Stern unter Gott sein Willen stellt. Und wir haben gesagt, sanftmütig sein wie, sich unter Gott seine Leitung zu stellen. Das ist krank, was Jesus steuert. Herr Seherführer,
Wenn du mehlich hast, macht das Kalch doch vorbeigehen. Aber nicht, was Aqual, sondern was du warst. Und dann sollen wir aber seine Sanftmut in dem, was heute sich aufgehäuft mit den Ausgestalten von der Gesellschaft, mit den Kranken, den Sünder. Der wird alle anderen Menschen rangehen, nicht da, wo sie gehen können. Heute gehen sie nicht in den Sünder und sah sich mit den Sünder durch. Heute gehen sie nicht in den Kranken, heul die und erbarmen sich über ihn. Heute nehmen sie Kinder ab, heute sehen sie. Heute nehmen die Ehebrecherin, wie sollen sie in der Sanftmut in dem, wo sie mit der Ehebrecherin Jürgens angehen? Mit der samaritischen Frau um Jakobsbrunnen. Wie sollen sie in der Sanftmut in dem, dass sie dort Uhr von den Heupriestern in Knarch, wo Petrus Jürgens aufgekielt, dort neuem in Sanftmut frisch anheult? Sie sieht der Paste von oben. Und dann Gott der Helle Jesus versiegt doch Sanftmut in uns zu produzieren. Der puritanische Lehrer und Prediger Jonathan Edwards, der im 17. Jahrhundert aufgelebt hat, hat es geschrieben: Den christlichen Geist, dort wird es Sanftmut. Sanftmut ist der christliche Geist. Dann hat er geschrieben: Alle, die wahrhaftig gottesfürchtig und echte Jünger Christi sind, haben einen sanften Geist in sich. So nennen wir wahre Christen, die wörtlich in Jesus' Stauben nur folgen. Die sind sanftmütig. Die sind bedürft um den Nächsten. Die Frau ist hier: Habe ich diesen sanften Geist? Was tun wir, wenn uns Arbeiter kracht das Gehen, das wir tun haben, was wir ihm befohlen haben? Behandeln wir ihn dann nur noch einmal mit Respekt? Was tun wir, wenn uns Ehepartner uns, wenn uns was beschuldigen wird, und wir so fallen, dass das überhaupt nicht reicht? Wie ist unser Interesse an unseren Ehepartner, an unsere Geschwister, an unsere Familie, an unsere Gemeindeglieder oder Mitglieder? Wenn es steht, uns ihnen Wahlen durchzuführen, wird das uns sicher. Aber nur dem, was wir uns dann uneinig geworden mit uns wem oder gestritten haben, sei wir dann sanft? Siegt wie dort Wohlwollen von uns Nächsten, von Heu oder Säu uns verletzt darf, sei wie sanftmütig. Zweite Frucht, Selbstbeherrschung. Dann kann ich weiter mit der Definition anfangen. Also dort wird im griechischen Tag das Ekrateia, und bedient Selbstbeherrschung, Enthaltsamkeit, Mäßigung. Ekrateia bedient aber nicht die totale Enthaltsamkeit von alles, sondern von der bewussten, von den bewussten und beherrschten Umgang mit Essen, mit Trinken, Sexualität und Gemütsregungen. Also so ist eine Eigenschaft, die den Glauben ermöglicht, in dem Christen Haupt nur Gott seine Gebote zu leben. Einfach wie wir, die Selbstbeherrschung, hält unser Fleischeslos in Kontrolle. Und noch einfacher als dort ist, Selbstbeherrschen als erst denken vor dem. Erst über den Unfall denken, was kann mir das bringen, wann ich das vor dem. Hören Sie auf, mal gesagt, Selbstbeherrschen als ein Beet Schokolade und Feuer Beet abbrechen, dann aber bloß ein abbrechen. Der andere drei nicht. Gott will uns auch, oder will auch diese Selbstbeherrschung in uns bewirken. Wahrer Gott, das Vorrache diszipliniert uns, uns selbst zu beherrschen. Wo? Durch sein Wort. In Sprüche 25, 28 sagt er:
Ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. So in biblischen Tiden, dann wie eine Stadt, die Mauer, wo drum steht, wir, dort wird die Hauptverteidigung gegen den Feind. Also die Anwohner fühlen sich sicher, wenn du eine ferne Mauer um die Stadt wir. Vielmals wird das eine breite Mauer sein, von 5 Meter breit oder vielleicht auch noch dicker. 20, 30 Meter hoch. Dann fühlen sie sich sicher. Oh, der Feind, der kann ich so leicht nennen. Salomo sagt, ein Mann ohne Selbstbeherrschung ist es eine offene Stadt ohne Mauer. Wenn diese Mauer nicht durchgebrochen ist, kriegst du in Jerusalem die Mauer durchgebrochen worden, in der Zeit von der Verschlappung, dann wird die Stadt auch vulnerable. Der Feind kann ankommen. Der Feind, der kann tun mit der Stadt, was sie wollen. Die verschlappen Menschen, nehmen sie mit, Menschen werden dort gemerkt. Sie nehmen ihre goldene Sachen mit, las cosas de valor nehmen sie mit, verbrennen die Häuser, wo du in der Stadt wirst. Und Leuten alles in Ruinas. Kriegst du das Mond und Selbstbeherrschung? Und wenn wir abpassen, 19 Mal kann der Feind bloß in einer Rede von der Mauer. Durch die Mauer kann vielleicht auch Kilometer und Kilometer rum sein, aber du bist auf einer Stelle, wo der Mensch sich nicht selbst beherrschen kann. Krieg du, wo der Feind ankommt. Krieg du in den Area, wo der Feind ankommt. Vielleicht denkst du, hey, er kann mich selbst beherrschen. Er kann nicht trouble mit Alkohol, er kann nicht trouble mit sexuellen Sinn, er kann nicht trouble mit Wort vielleicht. Bewach mal ein Bett. Hast du Trouble mit Plüdern? Wenn ja, dann ist diese Mauer zweier Reden. Und krieg durch diese Ran oder durch diese Ratz, du kannst den Feind nennen. Und wenn der Feind nennt, kommt der Feind respektiert nicht. Hei jaff nisch im Raum, wo die Bahn ist. Hei bracht alles in Bieter. Also Selbstbeherrschung, so wichtig in ein christlichen Leben. Weil leicht vor wenig rüten wird. Ich als junger Christ, ich kann mich nicht selbst beherrschen. Ich euer mich so in der Knoll ab und wird. Gehen das in Andres. Das braucht mich so eine Schlamme. Nur folgen. Ich wurde versorgt. In Christenleben. Ich wurde versorgt, um Jesus zu wiesen und all das. Brücken, bitte. Das geht mir lang, was ich das vertrieben in Strehor. Aber uns bloß ein Beten, das nennen Leute. Wenn ein Mensch sich nicht selbst beherrschen kann mit Alkohol, was jäfft das mit ihm? Sein Leben wird ganz miserabel. Er verliert den Kontakt mit den Ehepartner. Es ist nicht mehr Kommunikation. Mit den Kindern. Die Kinder verstehen sich, wenn Papa in den Haus kommt. Sie wollen nicht mehr mit ihm taub sein. Er verliert fern die Arbeit. Und fern kommt er sogar ins Zentrum, oder sogar im Gefängnis. Der Feind respektiert nicht. Und er sieht bloß krank diese Rahn in unserer Mauer. Und durch das Wort, er sich nennen wollen. Krank das Salz hier mit Drogen, mit Perlen. Die Familie lädt um hier. Die Kinder kommen mit und besorgen in der Schule. Und dann haben sie Angst, in den Haus zu kommen. Und sie wollen nicht, wo wird meine Mama sein? Wo wird Mama von dir sein? Wo wird Papa von dir sein? Wollen sie sich weiter jagen? Ihre Noten gehen rauf. Und die Lehrer beklären sich von den Eltern, was die Person. Wenn sie Teenagers waren, dann tun sie krank das Salz. Und krank sie also durch. Oder fordert. Salomo sagt in Sprüche: Kick nicht den Wein an. Kick nicht nur den Zähn von Tekate, was du so Alkurs leid, nicht, was du eislich, was du so schmackst. Kick du nicht an, der dich selbst beherrschen. Das ist vielleicht so eine Refreskante. Aber was? Nur dem.
Bett der Alkohol, das ist eine Schlange. Kracht jetzt als Jörg mit sexuellen Sinn. In Sprüche 7, Sprüche 5 und auch 7, lesen wir von Salomo. Er sagt, er kijkt vom Fenster uit und ich sage einen jungen Mann. Und der junge Mann, der ging kracht bei der Ark von der Hure vorbei. Und der verlockt ihn mit solchen Wehr. Komm, komm. Der Mann ist nicht hüß. Dann nehmen sie eine Jaltosch mit. Und das bedeutet, dass die lang nicht hüß sind. So komm. Wann wir zu lohnen schön gehen? Danach, Eva. Und dann sagt er, ich sag den Mann, dass diese Früh den Mann so viel da sitzen. Ein Ball nach der Schlagbank geführt wird. Der weiß nicht, was in wenig Zeit Luther mit dem was passieren. Der weiß doch nicht, dass was sein Leben hier kosten. Dann sagt er, du in Sprüche 7, Vers 25, dein Herz neige sich nicht ihren Wege zu und verrede dich nicht auf ihre Pfade, denn sie hat viele verwundet und zu Fall gebracht. Und gewaltig ist die Zahl derer, die sie getötet hat. Ihr Haus ist der Eingang zum Totenreich, der hinabfährt zu den Kammern des Todes. Wo viele Hämmer sind ich all Gunst verheben, wenn's ein Ehepartner der andere, aber auch wer, sich nicht und könnt selbst beherrschen. In Philemons blieben sie noch taub, sind noch unter der salzige Tag. Aber sie haben keine Kommunikation untereinander. Sie haben nicht eine feine Ehe. Wen wird? Wenn du viel Selbstbeherrschung. Du fehlst erstmal nur zu denken, was können wir das geben? Was können wir das geben? Salomo sagt dann, Gott läuft nicht für die Ark. Wenn du das weißt, dass die Hure auf der Ark was sein, geh ran. Nimm den nächsten Goss, um noch nicht zu treffen. Wo viele Mal spielen wir mit sein? Wo viele Mal wollen wir das krank? Wenn ich mit meinem Fuhn vielleicht eine Schlupfstuhl nehme und ihr Tag, wollen wir das was geben? Oder wenn ich eine Bootstuhl nehme mit meinem Fuhn? Lut, das beherrscht dich. Weil wir uns alle beherrschen. Wenn es der Feind, der hat nicht Respekt vor uns. In dem Sinne, sie las, unser Leben ist Tweterin. Unsere Familie ist Tweterin. Ja, wird einmal so sorglos und so gut sagt, als nicht ob einmal krank die Müsfolie war. Wird uns vorsagt. Und wir können nicht los. Und uns fehlt Halb. Aber die Tongue, die Bibel redet so viel von unserer Tongue beherrschen. Sprüche 20, Vers 19, sage ich, ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus. Darum, weil er den Mund nicht halten kann, lass dich gar nicht mit ihm ein. Habe nicht mal mit wem zu tun, wer sich nicht wer seine Tongue nicht mehr selbst beherrschen. Wenn es dir vor ist, so groß, dass du deine Tongue dann aber mal nicht vor kann beherrschen. Psalm 34, 14, behüte deine Zunge vor Bösen und deinen Lippen, dass sie nicht betrügen. Sprüche 10, 19, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Und oder wir, wer euch denken hat, Vater, was sagen hat, der ist klug. Das Wort, was wir gesagt haben, das selbe Wort, das der Meister der war uns. Und wenn du schon mal gesagt hast, ich habe wieder nicht trainieren, dann habe ich das einmal gesagt. Wenn gerade irgendwann wieder ein Luther gesagt hat, das ist aber nicht so, sagt er mein. Dann habe ich das einmal gesagt. Jakobus verlegt die Tongue mit dem 4.
Motten arüet übel, sagt er, voll von übliches Gift, wird viel Schuden unterreichen können. Und dann sage ich, es kann kein Mensch sie zähmen. Wofür wollt ihr auf die Tung nicht allein reich? Bullying, hafte Selbstmord, Gebrauch. Nicht kann sogar Social Bullying sein. Also nicht bis was wir sein, aber was wir schreiben. Junge Menschen, auch wir alle, wovon kommen es nur wie? On YouTube, on Facebook, on Twitter, on Instagram. Weil wir abpassen, was wir schreiben, was wir sein. Plüderen haben also so viele Familien miteinander gebracht. Lehnes auf Gemeindes gespült. Mach Gott uns halben, unsere Tongue zu beherrschen. Wenn wir uns in unserem Gebiet nicht selbst beherrschen können, so wie kriegst du eine Stadt mit einer verbrechenden Mauer. Und wenn du die findest, dann kommt dann was einmal hier wahl. Ich will dir eine Tarea mitgeben. Dass wir uns selbst prüfen, weil wir uns alle selbst prüfen. Und wovon Aria in meinem Leben kann ich mich nicht selbst beherrschen. Und wenn wir dich gefangen haben, dann werden wir das wollen. Gott diszipliniert uns, uns selbst zu beherrschen. Disziplinierung kann weiden, Disziplinierung kann amtlich sein. Und wenn wir wollen, dort Gott zu sehen, hat uns ein Vorbild gegeben von Selbstbeherrschen. Was Jesus versagt wurde in der Wüste, er kann sich selbst beherrschen. Und was sagt er? Da spricht Jesus zu ihm, hebe dich weg von mir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Kann es sein, dass der Feind uns bloß nicht tachlädt, wenn wir uns nicht selbst beherrschen können? Dass wir einmal wahr diese oben eine Rede in uns Leben haben, dass der Feind einmal wahr du ob der Rede uns hört. Was Jesus den Satan nicht wahr stimmt, dann verleiht der Satan. In Matthäus 23,53 fangen wir die Geschichte kurz, wo Jesus in Gethsemane festgenommen wird. Petrus kann sich nicht selbst beherrschen, so hei wohl kurz, hei, nehmen Sie ein Schwert und hef den neuen Knacht, sein Uhr auf. Was sagt Jesus dann? Meinst du, ihr könnt nicht ruht, mein Führer freuen, dass hei wohl mehr als 12 Legionen Engel schein? Hei wiss, wovon er mache, hör. Wo hält sich drei? Hei beherrscht sich. Hebräer 5,15 sagt, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allen versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Also Gott gesehen, er ist versucht worden. Er kann sich selbst beherrschen. Er ist ein Vorbild für uns. Und dann Gott, der Heilige Geist, will Selbstbeherrschung in uns produzieren. Die Frau ist laut wie am. Aber so wie lieber unser Fleisches Jesus, wenn unser Fleisches los, da la Jehusam. Wenn ich damals als junger Christ hat den Heiligen Jesus ein bisschen Ruhm gegeben, mit mir Sanftmut und Selbstbeherrschung zu bringen. Und ich stehe mir in eine Fleischfutzlo in der Lehrung kann, über die Situation, dann würde ich mich am Kind selbst beherrschen. Und dann würde ich in der Stirn bis an mich gedacht haben, würde ich an Andres gedacht. Und dann würde ich ihn vielleicht gefragt haben, Andres, was ist dir mal passiert? Warum fällst du dieses Tätje in die Dietsche? Und wer weiß, vielleicht würde ich an, du könntest ein Seelsorger sein vor allem. Vielleicht würde ich an Dinge rüttgebracht.
Und vielleicht würde ich auch machen können, vielleicht hauben. Und vielleicht würde ich auch machen können, vielleicht sogar von Jesus vertrauen. Und das Evangelium erteilen. Was Topfutung. Solange wir in unserem irdischen Körper wollen leben, war wie diesen Kampf zwischen Fleisch und Jesus in uns haben. Gott will in uns Heiligung bewirken. Aber wie man noch ganz toll tut zu tun. Den hellen Jesus in uns regieren tut, kriegst du es Römer 8, 13, sag. Und durch den Jesus ruht, die Taten des Fleisches töten. Wir sind nicht allein in das. Gott ist an unserer Seite. Aber wir machen noch ganz toll down. Gott, der Führer, diszipliniert uns durch sein Wort, sanftmütig zu sein, aber auch uns selbst zu beherrschen, weil wir gehorsam sind. Gott, der Sehen, hat uns ein perfektes Bild, Verbild in Loden von Sanftmut und Selbstbeherrschen, weil wir ihm nur folgen und von ihm lernen. Und drittens, Gott, der Heilige Jesus, will uns Leben regieren. Und er will Sanftmut und Selbstbeherrschung. Uit all seine Kinder, oder uit alle Kinder Gottes bringen. Und nicht bis dort, sondern auch alle andere Früchte, die wir in Galater 5, 22 finden. Leib, Friede, Freundlichkeit, Freude, Güte und so weiter. Weil wir ihm die Lehrung geben und nicht an seine Fleisch. Amen. Okay, zunächst wollen wir uns das Schlusslied, oder wollen wir das Schlusslied singen und nur dem danach die See. Ich will Ihnen abzustimmen für das Schlusslied. Herr, gib du uns Augen, die den Nachbarn sehen. Herr, gib du uns Augen. Neigen uns. Vor am Himmel, ich danke dir, dass du uns am ersten Platz gemerkt hast und am zweiten Platz die Salz geopfert hast, um uns zu laden. Dankeschön, Herr Jesus, für den Schworen, was ich gut, was die Basse gut, um uns zu erlösen. Und dankeschön, dass du uns hast den Heiligen Geist geschickt. Was macht uns das? Was an uns schaffen wird? Was in uns beschäftigen will? Gott, ich freue dich um Vergebung.
wo wir den Geist so fern gedampft haben, wo wir so fern haben, dort Fleisch, mehr Rühm gegeben aus dem Geist. Sieh uns gnädig, vergib uns unsere Schuld. Herr, uns filtert an die, uns filtert wieder an deine Leitung. Mocht ihn jetzt wieder an uns schaffen, in uns schaffen, und dort wie diese Früchte wollen wir für den Tag bringen. Und dort andere Menschen rum uns wollen wir sein, dort wie Kinder vom Licht sind, dort wie deine Kinder sind. Und dort soll auch wollen, nur eine Dinge trocken wollen, durch uns Lebenswunder. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Mach Gott in Zähnen, ich wünsche Ihnen Gute, Werk und Abfahrer sein.